Und mit dieser kleinen musikalischen Einlage begrüße ich jeden hier, der mal wieder vorbeigeschaut hat, zu einem neuen Run The Binding of Isaac Rebirth. Letztes Mal hatten wir mit der Zazzle recht erfolgreich gespielt. Ich denke, wie nehmen wir uns heute vor? Vielleicht probieren wir das Ganze mal mit Judas. Es kann sein, dass ich mit Judas sterben werde, dann werde ich neu starten. Aber wir probieren das Ganze mal. Na, 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 na. Oh, wir haben den Keller. Hatten wir den Keller schon? Kurz zur Vorstellung, Judas hat 3 Schaden, hat nur ein Herz, hat aber das Book of Belial. Book of Belial ist Schadensmultiplikator, sollte man wissen. Das Ganze könnte etwas schwierig werden, gerade weil wir den Keller haben und weil im Keller böse Bosse kommen, nämlich der Horned oder so. Und ja, ich denke, man sieht, was das Trinket macht. Das bringt eigentlich nichts, außer dass man vielleicht ein bisschen besser trifft. Nein, 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 böse Spinne. So, den hat ein bisschen klein gemacht. So, und jetzt den. Wunderbar. Ach, nehmen wir den Wurm, der ist cooler. Wupp, 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 wupp. Oh Gott. Ach so, okay, der Raum geht noch. Jo. Ihr habt jetzt gemerkt, es kamen ab und zu keine Videos, ab und zu jeden Tag eins. War ein bisschen merkwürdig, ich weiß, ich war weg, also im Urlaub und so. Und hatte ich ein bisschen vorproduziert, aber es hat nicht für mehr gereicht an Zeit und so. Man kennt das vielleicht, wenn das Ganze so ein bisschen hektisch ist. Und ich würde sagen, wir suchen erstmal einen Goldraum. Auf jeden Fall hatte ich dann vorproduziert und die Videos im Urlaub freigeschaltet. Aber wie das so ist, die Videos haben nicht gereicht, das habe ich ja schon erwähnt. Und ja, deswegen kam ab und zu keins. Aber ich denke, jetzt wird täglich wieder ein Video kommen. Vielleicht auch zwei. Muss ich gucken, wie es von der Zeit her reicht. Aber momentan Prüfungen, das ist nicht so schön. Aber es wird schon. Oh, und da ist der Goldraum. Die eine Münze zuerst. Und Goldraum. Ja, okay, Taurus. Wir werden ab und zu zum Einhorn. Ich weiß nicht, wann es auslöst, aber pff, wird schon werden. Och Mann, eben hat es gerade draußen so schön geschneit und jetzt war es da schon wieder. Ne, ein bisschen schneit es noch, aber nicht viel. So, wer ist unser erster Boss? Horned? Ne, Pin. Oh, Pin. Pin ist cool. Pin freue ich mich. Jetzt einfach, weil Pin schlecht ist. Ja. Oh, ich auch. Nicht mehr treffen lassen von Pin. Bin ich eigentlich so rot? Ah, okay, ich werde jetzt schneller und gleich bin ich in dem Dings. Na, komm her, Pin. Tot. Toothpicks, das ist sehr nice, aber ein HP-Up wäre mir lieber gewesen. Ich schieße schneller. Ganz einfach. Also öfter. Ich habe jetzt 2. Macht, glaube ich, 0,7 oder so. Keine Ahnung. Könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben. Falls es Leute gibt, die zugucken und die sich die Mühe machen wollen. Und unsere Mutter tritt uns weg. Albtraum eines Kindes. Und ein paar schöne Doppelbobbel fliegen. Aber kriegen wir tot. Und sind unsere Tränen. Ach so, genau, wegen den Toothpicks sind wir jetzt dauerhaft rot. I do understand the shit. Und wir brauchen ein Schlüsselspiel. Da Dodge. Habt ihr das gesehen? Bei denen kann man eigentlich auch in einer bestimmten Entfernung stehen, wo sie nicht schießen, aber. Bin ich einfach mal ein bisschen voll. Das nehmen wir noch nicht. Man sollte verstehen, warum. Man sollte auch verstehen, warum ich nicht in den Stachelraum gegangen bin. Oh. Scheiße, scheiße, scheiße. Wir dürften eigentlich auch immer einen Teufelsziel kriegen wegen dem Book of Belial, aber so ganz genau weiß ich es nicht. Du kannst nichts Schlimmes mehr sein. Hält's ab, sag ich ja. Jetzt nehmen wir dich mit. Haben wir noch irgendwo? Nein, haben wir natürlich nicht. Wir haben auch 2 Bomben. Zur Not können wir uns leichter reinspringen. Ist halt die Frage, wo der Geheimraum liegt. Okay. Ich vertraue einfach mal darauf, würde ich sagen, dass er hier oben liegt. Bitte, 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 bitte.
Ja, sehr schön. Und drei Bomben. Sie hat sich sogar gelohnt. Und dann gehen wir da rein. Und zack, sind wir im goldenen Raum. Und das Outer Board oder wie auch immer es heißt. Und wir haben Spectral Tears. Yay. Alter, wie wir aussehen, ne? Ja, machen wir erstmal einen Boss, würde ich sagen, ha? Dum, da dum, da 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 dum, da dum. Larry Junior. Book of Belial, du bist tot. Frag mich nicht, wie ich drauf komme, aber du bist tot. Vielleicht bin ich auch tot, aber ich glaube, er ist tot. Ja, er ist tot. Oh, und ein Damage Up. Sind ja. Ja, noch mehr Damage. Ja, wir haben jetzt gerade nur so viel Damage wegen Book of Belial, aber trotzdem cool. Und noch ein Damage Up, aber will ich das opfern? Eigentlich ja nicht, nee. Nee, nee, nehme ich nicht mit. So, wie viel Herzen nochmal da rumfliegen? Perfekt. Gucken wir gleich nochmal da unten in den Stachelbachel-Raum. Ah, ich hab's heute mit meinen tollen Reimen. Stachelbachel, wer kennt ihn nicht? Oder von wem stammt das eigentlich mit den Ziggy-Zaggy-Räumen? Ich habe das nie verstanden, aber... Ja, klar, da sind Zacken dran, aber... Und? Yes, das habe ich gebraucht. Das war's wert, wirklich. Ich schwöre euch. Ja, bis jetzt eigentlich mit Judas ein ganz guter Anfang, aber könnte besser sein. So, komm, hier sprengen wir auf für die Kiste. Vielleicht ist ja ein Schlüssel drinne. Ja. Ist was wert? Schlüssel für eine Kiste? Bombe für einen Schlüssel. Entschuldigung. Oh, eben war es noch sonnig und es hat geschneit und jetzt wird es draußen dunkel, aber es interessiert euch eh nicht, weil ich woanders wohne als ihr wahrscheinlich. Oh Gott, ich habe gerade schon gedacht, ich hätte mein Mikrofon nicht an. Jo. Also ich stelle kurz mal ein bisschen ein. So. Wenn ich jetzt zu laut bin, dann tut es mir leid. Aber da kann ich es nicht ändern. So. Bombe für zwei Bomben. Deal. Lucky Rock has appeared in the basement. Wir haben 100 Steine gesprengt. Glückwunsch. Jetzt kann da so ein Trinket rauskommen, dass immer, wenn wir einen Stein kaputt machen, dass da eine Münze rauskommt. Yay! Obwohl, das kann in manchen Situationen echt nützlich sein und zum Gamebreak führen, aber diese Situation zu erreichen ist echt nicht einfach. Telepille. Fuck, hätte ich erst aufmachen sollen. Egal. Nein, wir suchen erst den Goldraum. Hey, Spinnies. Fuck, Spinnies. Oh, irgendwie war ich total verpeilt. Ja, ich bin ein bisschen raus aus dem Spiel. Und noch einen wunderschönen Schlüssel. Das ist der Goldraum. Ihr seid böse. Und den Deadbird. Unnützestes Item ever. Wenn wir getroffen werden, kommt der Deadbird und hilft uns ein bisschen. Ja, pff, ist halt so, ne? Nichts Besonderes. Er macht halt zudem auch nicht mal gerade viel Schaden, ne? Ist ja der Punkt. Ah, komm, geh mal rein. Das hätte ich gerne. Das hätte ich sehr gerne, weil ich glaube, dann ist der Deadbird besser. Vielleicht kriegen wir ja noch so viele Münzen. Übrigens, wer das Spiel selber spielt und sich früher mal gewundert hat, dass Goldräume so, Goldräume, sag ich schon. Fuck. Ich laufe auch noch rein. Dass Geheimräume so unnütz geworden sind. Fragt mich nicht, wie ich da gerade drauf komme. Ich komme einfach so drauf. Sie sind wieder nützlicher gefunden. Es gab ein Update. Yay, du kannst Items darin finden. Warum? Warum? Ich hab dir nichts getan, Spiel. Aber es gibt noch schlimmere Räume, also von daher will ich mich nicht beschweren. Es ging ja noch. Ups, sorry, bin ich an mein Mikrofon gekommen. Machen wir erstmal einen Boss. Gucken wir dann, was wir noch aus dem noch rausquetschen. Die Musik ist kacke. Hat das schon mal jemand angemerkt? Im neuen ist er cooler. Im alten ist er cooler. Ey, wir hatten deinen Bruder eben. Der war aber auf gerader Linie halt. Er war gerader als du. Der hatte mehr Rückgrat. Kollege, nimm dir mal ein Beispiel. Na egal, bist tot. Oh, wir kriegen Heiligenräume. Ja, das nehme ich gerne hin. Scapula, wenn wir ein halbes Herz haben, kriegen wir ein Seelenherz dazu.
Sehr nice. Können wir die schon sprengen? Ich weiß es gar nicht. Nee, können wir nicht. Später kann man die sprengen. Und dann kommt was voll Cooles. Ich sage euch aber nicht was, weil ich so gemein bin. Ja, ich weiß, das war eine gewastete Bombe, aber ist halt so. Komm, nehmen wir den Schlüssel. Spenden 2 Münzen. Und ja, die Donation-Maschine irgendwie voll kriegen. Hier unser Taurus, unsere 2 Hörner da oben brocken ziemlich wenig, kann das sein? Ah, wenig Schlaf die Nacht, viel getrunken am Abend, bisschen Erkältung, super für die Stimme. Ich trinke mal kurz was. So, es war ziemlich viel Gerumpel, ich weiß. Aber jetzt soll es besser gehen. Du tot. Gott sei Dank. Du tot. Fuck. So, jetzt sehen wir auch mal den Dead Bird. Wie wir sehen, hat er nichts gebracht. Ja, so nützlich ist der Dead Bird. Ihr mögt bitte sterben. Ich spreche euch formvollendet an. Dankeschön. Danke, ja, danke. Ja, sehr schön. Devil, ein bisschen stärker. Brauchen wir eigentlich nicht. Ist, glaube ich, derselbe Effekt wie das Book of Belial. Ich weiß gar nicht, ob die zusammen funktionieren. Ich glaube gar nicht. Irgendwie ja doppelt gemoppelt und so, ne? Und wir gehen weiter. Hey, Hipsters! Hey, das sind voll die Hipsters. Also, die hippen so durch die Gegend und so. Oh, habt ihr das gesehen? Ich hab da voll die Brücke reingesprengt. Mann, bin ich ein krasser Boy, Alter. Yo, 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 yo. Uncool. Die Fledermäuse, ne? Die Fliegen machen mir nichts, aber die Fledermäuse, die sind böse. Ah, okay, das ging. Ja, ich weiß, ich hätte das sparen können, aber ich bin. Oh, ich bin halt mal so verschwenderisch. Ficken, ey. Ich hasse diesen Raum, habe ich das schon mal erwähnt? Der ist unschaffbar. Also an Seiten kann man das irgendwie schaffen, wenn man schnell genug ist, aber ansonsten nicht. Oder halt, wenn man fliegen kann. Ansonsten ist das. Hey! Du kriegst ein bisschen Schaden, ohne dass du was dagegen machen kannst. Voll unfair. Es gibt ja auch Stellen in dem Spiel, da kommt man ohne Bomben nicht weiter. Wenn man da keine Bomben hat, dann ist das ziemlich blöd. Weil man da nicht weiterkommt. Wir werden röter. Sehr schön. Tot. Judgment. Okay. Die Karte ist besser als Devil. Das war nicht so schön. Chubby. Chop, 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 chop. Chubby, du bist cool. Ich mag dich. Wir haben sogar 2 Schlüssel. Wo haben wir die 2 Schlüssel her? Cool. Ich glaube, je mehr Gegner man im Raum tötet, desto schneller wird man. Kann das sein? Keine Ahnung. Und das taunted Foto, sehr schön. Noch eine höhere Schussrate. I show you. Brrr. Wir haben 3. Ja, sehr schön. Wir haben auch halbwegs Schaden. Ist cool. Das Rotten Baby. Nein, ich will keinen Devil Deal. Warum kriege ich einen Devil Deal? Jetzt dürfen wir nochmal durch den tollen Raum zurück. Sei denn, hier ist der Geheimraum. Ist der es? Ja! Münzen. Dann gehen wir gleich dadurch, weil ich nicht so viel Schaden kriegen will. Ja. Ich achte darauf, wie viel Schaden ich kriege. Okay, jetzt ist der Schnee wieder da. Alter, ich gehe zum Wetterbericht, ich schwör's euch, Leute. Habe ich nicht eben gerade gesagt, ich will nicht so viel Schaden kriegen? Nutzlos. Ich kann für eine Münze kann ich allen Gegnern im Raum Schaden machen. Je nachdem, wie viel Schaden mein Schaden beträgt, desto viel Schaden mache ich. Ich würde sagen, ziemlich unnütz. Ja, doch, kann man so sagen. Ein Goldrum ausgelassen. Das tut mir immer so in der Seele weh. Kennt ihr das? Okay. Oh. Oh, ho, ho.
Eine Bombombe? Alter, heute habe ich es mit den Reimen hier. Junge, Junge, ich hau richtig rein. Bombombe. Das kriegt ihr nirgendwo anders zu hören hier. Ich sag's euch. Richtig hochwertig. Ja, die Spectral Tears waren ganz okay. So. Und dann würde ich sagen, gehen wir durch den Geheimraum zurück und nehmen uns das Seelennetz aus dem Bossraum mit. Ich das immer gern vergesse. Und dann würde ich sagen. Dann würde ich sagen, ganz korrekt, zum Out. Tschung. Falls jemand gekreuzte Steine sieht, ich vergesse das immer gerne, also verzeiht's mir. Oh, das mit dem Schnee ist cool. Es war voll heftig im Skilauf, waren wir so auf 2000er oder 3000er, ich glaube, es waren 2300, war er hoch. Und, ja. Oh, der hat gesehen, das war knapp. Auf jeden Fall waren wir so auf dem 2000er. 2000 Meter Höhe. In den Alpen, ne? Stellt euch das mal vor. Und dann waren es da oben einfach gnadenlos 13 Grad. Das war voll heftig. Da hattest du deine dicke Skijacke an und so, ne? Und dann war es einfach so. Oh, ist das heiß. Du hättest ein T-Shirt da rumlaufen können, ohne Mist jetzt. Ja, und dann hat es da getaut und gestürmt und war voll scheiße zum Zurückfahren und so. Und ja, es interessiert keinen, aber ich erzähl's trotzdem. Auf jeden Fall, ja, es war ziemlich scheiß Wetter. Also das mit dem Warm war eigentlich ganz cool, weil wenn es so richtig kalt ist, macht das auch keinen Spaß. Was hat mir den anderen halben Schaden verursacht? Keine Ahnung. Das hängt so eine Laserspinne, ja, wahrscheinlich, gell? Böse Fledermaus. Dieser Moment, wenn einem die Namen von Tieren nicht einfallen. Das Mikrofon kurz recht drücken. Ja, der Mikrofonarm ist nicht mehr der beste. Oh, Gott sei Dank. Ah, warum mag ich euch nicht? Vielleicht weil ihr scheiße seid. Ey, guck mal, ich habe einen Treffer gelandet. Wir sind relativ schnell. Wir dürften auch gleich unseren Taurus-Effekt bekommen, oder?